Also ja, wir hätten quasi eigentlich schon für all diesen Schmuh vorbereitet sein sollen. Bedenken, dass wir biologische Waffen eingesetzt haben, schon vor Jahrhunderten, und die Pest uns eigentlich auch schon vor Jahrhunderten ein gutes Beispiel gegeben hat für eine Pandemie. So, I don't know. Dass wir in Europa überhaupt keine Vorbereitung für sowas haben, ist halt schon so ein bisschen careless, nicht? Einfach zu sagen, ja, Pest war zwar schlimm und kam fünfmal wieder, aber so schlimm war es ja nicht. Wir können ja trotzdem, ne? Wir müssen uns auf sowas nicht vorbereiten. Weiß nicht warum, aber ich finde das irgendwie auf irgendeine Art und Weise sehr komisch. Stellt euch vor, wie euer Vorfahre Gustav Karl Johannes der ist dann an der Pest gestorben, gerade auf euch niederschaut und sich so denkt, goddammit. Müssten die sowas nicht schon längst unter Kontrolle bekommen können? Und man kann nicht anders, als einfach nur daneben zu sitzen, zu nicken und zu lachen. Ja, aber nein. Jö. Gut, ich glaube, damit habe ich jetzt so meinen ersten Rant ziemlich beenden können. Wie es sich gehört. Na, auf zum nächsten Thema. Was könnte ich denn jetzt noch böse finden? Ziegelsteine. Schon mal versucht zu essen? Schmecken schrecklich. Sind einfach nur Ballaststoffe. Überhaupt nicht gesund. Überhaupt nicht spaßig. Hier wäre keine Kiste, ne? Hab ich nicht? Warte, ich müsste doch hier einen schönen Schummelweg haben. Nein, nicht mehr, nachdem ich hier im Baum hingepflanzt habe. No! Nicht gut. Habe ich hier nicht einen Schummelweg? Haha! Ich hatte hier doch eine Kiste, oder? Habe ich die schon mal weggeräumt? Wann war das? Wann habe ich die weggeräumt? Hier war meine Kiste. Na, denkt nicht, dass ich wahnsinnig bin, aber hier war mal. Ich waren sogar mehrere Kisten. Ja, hier waren mal mehrere Kisten, aber habe ich schon wohl anscheinend alle weggeräumt. Wie ein guter Junge. Ich bin jetzt ein richtiger Junge geworden. Die gute Fee kam vorbei und hat mich belohnt. Pinocchio hat doch damit geendet, dass er ein richtiger Junge wurde, oder? Spoilerwarnung. Also, die Disney-Variante, nicht die Buch-Variante. Buch Pinocchio war ein Arschloch. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne, von dem, was ich darüber gelesen habe. Selber gelesen habe ich das Buch noch nicht, leider. Oder war das nicht eher so eine Art Comic? Na, also so aus dem. Wie tut es sich schimpfen? Aus der Zeitung. Irgendwie sowas war das doch nicht. Pinocchio. Es ist italienisch gewesen. Das habe ich noch im Kopf. Das war es dann aber auch wieder. Ich würde ganz gerne so relativ viele... Ach Gott, das ist Kingdom Two Crowns. Hat mich gerade gewundert, woher das Lied kam. Aber das ist eine der Sachen, die ich ganz gerne mal grundlegend verfilmt sehen würde. Oder halt Buchverfilmungen, die halt originalgetreu sind. Ne? Ich meine, Alice im Wunderland, den Disney-Film habe ich nicht gesehen, aber ich habe halt den Tim Burton-Film gesehen und der Tim Burton-Film von Alice im Wunderland ist quasi die Verfilmung von einem 13- oder 14-zeiligen Gedicht, was im Buch ist. Was ich persönlich sehr lustig finde. Und auch so ein bisschen für mich wieder für Tim Burton selber spricht. Ich meine, ich mag Tim Burton so oder so. Ich bin da. Ich glaube, das ist schon richtig, wenn ich sage, dass ich ein Fanboy bin. Was seine Filme und seine Werke angeht. Ja, insbesondere auch sein Zeichenstil.
Dementsprechend bin ich da ausgenommen von Kritik. Ich meine, also nicht ausgenommen von Kritik, aber ich halte halt einfach meine Ohren zu und sage lalalalalalalala. Weil ich die Kritik nicht akzeptieren werde. Nein, Tim Burton ist perfekt. Da ist nichts irgendwie doof oder anders an ihm. Wobei ein Film, den ich von ihm angefangen hatte zu gucken, aber den ich irgendwie nicht weiter gucken konnte, ich weiß nicht warum. Also im Sinne von, dass ich physisch nicht weiter gucken konnte, war Ed Woods, glaube ich, hieß der Film. Der ist mit Johnny Depp, weil, ne, das ist ein Tim Burton-Film, über den. Gottchen, was hat er jetzt gemacht, der Mann? Regisseur, glaube ich. Ed Woods, der zum Beispiel auch große Inspiration für Tim Burtons Master Text Film war. Der, und auch das muss ich wieder sagen, Master Text ist ein guter Film. Es ist kein Film mit tiefgreifender, starker Story, aber es ist genau das, was es sein wollte. Es ist ein Trash-Film. Und zwar nicht auf eine, haha, ich mache jetzt einen Film auf Trash und das schlecht, sondern haha, ich mache jetzt einen Film auf Trash, aber das ist wieder so ein Film, den man auch unironisch gut finden kann. Und der ist ein Fiebertraum, der Film. Holy moly. Rulli Mülli. Die Kiste war schon angefüllt. Wie viele haben wir jetzt noch? Zwei Kisten haben wir noch, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Also zwei Kisten, die wir mitnehmen, weil, wie gesagt, Sand, Kies, Beton und Tinten, Jacke bleiben dort drin. Denn das ist alles noch Kram, den ich da unten brauche. Und auch Kram, der... Oh, ich muss dann die Böden machen, ne? Aber ich glaube, die Böden in den Hochhäusern kann ich aus Basalt machen. Persönlich hätte ich auch ganz gerne Chisel in Bits auf dem Server. Einfach, weil man damit bessere Treppenhäuser bauen kann. Ich weiß, es klingt komisch. Aber man kann bessere Treppenhäuser mit Chisel und Bits bauen. Oh, das würde ich halt ganz gerne machen können, aber halt... Alas, alas, es hat nicht wollen sein. Ich spiele ohne Mods. Bis jetzt auf natürlich den hier. Weil, sind wir mal ehrlich, so Optifine hebt das Spiel nochmal auf eine ganz andere Ebene. Was aber nicht bedeutet, dass Minecraft ohne Optifine schlecht ist. Bevor man mir hier versucht, einen Strick draus zu drehen, um damit irgendwie behaupten zu können, dass Skyrim ein gutes Spiel sei. Lügen! Lügen! Wurde eigentlich schon angekündigt, ob Skyrim jetzt für die neue Xbox und PlayStation kommen wird. Ich erwarte es so ein bisschen. Schon wieder eine Portierung. Ne, das ist genau das, was Todd Howard möchte. Ich frage mich auch, wie viele Leute sich mehrere Versionen von Skyrim gekauft haben. Nicht etwa, um irgendwie böses Zeug über die zu sagen, ne, weil wenn man Skyrim mag, so, dann mag man das Spiel. Dann kann man sich's auch für unterschiedliche Konsolen oder ähnliches holen. Ach guck mal, das ist auch nochmal eine Sandkiste. Das heißt nur noch eine Kiste. Na also, da werde ich... Ich meine, ich will ja auch niemanden wegnehmen, dass ihm Skyrim gefällt. Ich will jedermann wegnehmen, dass er die... dass er behaupten will, dass Skyrim ein gutes Spiel sei. Weil das ist es nicht. Punkt. Skyrim ist kein gutes Spiel. Es mag dir gefallen und daran kann ich nichts rütteln und das finde ich schön für dich, dass dir das Spiel gefällt und dass du daraus Spaß hast, aber Skyrim ist kein gutes Spiel. Und ich werde da meine Meinung auch nicht ändern. Denn das ist nicht eine Meinung, sondern die Wahrheit. Tatsächlich bin ich aber genau deswegen daran interessiert, was mit dem nächsten Elder Scrolls Teil wird. Um zu gucken, ob der sechste Teil endlich mal. Oh, da sind zwei Skelette. Das müsste sterben.
ob der nächste Teil tatsächlich gut wird. Na, weil die Grundbausteine hat Skyrim ja. Ne, um ein gutes Spiel sein zu können oder werden zu können. Es ist nur, dass die Modder es halt fixen mussten, was für mich absolut nicht geht. Ne, dementsprechend bin ich doch sehr daran interessiert, zu wissen, ob Bethesda jetzt mal endlich langsam lernt aus ihren Fehlern oder aber ob sie die weitermachen möchten. Ich meine, wenigstens, und das meine ich jetzt im besten Sinne, der möglich ist, wenigstens hat Fallout 76 jetzt mal den Leuten gezeigt, was für ein Schmu Bethesda eigentlich regelmäßig auftischt. Ne, gerade weil das Spiel halt so horrend schlecht war. Also ich bin mir unsicher, ob es Menschen gibt, die das Spiel noch immer spielen, ne, ob es denen Spaß macht, und wenn ja, dann mehr Power dir gegenüber. Like, bin nicht hier, um irgendjemanden den Spaß an dem Spiel zu nehmen. Aber ich glaube, so im Allgemeinen können sich alle darauf einigen, dass Fallout 76 kein gutes Spiel war zu Launch und ziemlich kaputt. Also ich meine mitbekommen zu haben, dass es halt immer besser wurde, also gepatcht wurde, was Bugs angeht. Aber auch so im Allgemeinen, wie Bethesda halt mit Kunden umging, ist so eine Sache, die nicht zwingend gut, ne? Also dass man natürlich nicht möchte, dass man irgendwelche Cheat oder Hacker hat, klar. Aber dass halt Menschen, die nichts damit zu tun haben und quasi Opfer geworden sind von einem Cheat oder Hacker, im Sinne von, da war damals das Geschrei groß, dass ein Testraum, ein Developer-Raum gefunden wurde, wo halt alle Items und ähnliches drin sind. Das hat auch einen ganz tollen, super spezifischen Namen, den ich vergessen habe. Dementsprechend nennen wir ihn einfach mal super toller Testraum. Der STT. Da haben halt einige Spiele herausgefunden, dass sie den STT können, ne, und wie sie da rein können, und haben sich dort halt Items rausgenommen, weil warum nicht? Und diese dann auf dem Server verteilt. Und da wurden halt Leute, die nicht im STT waren, geflaggt und gebannt. So, die halt zum Teil sowas auch nicht wissen konnten. Und das ist dann wieder so eine Sache, die ich nicht entschuldigen kann. Ne, die halt doof ist. Sehr interessant, dass da hinten diese eine Ecke so leicht gräulich hell ist. Und du so, ich bin leicht gräulich hell. Ich auch Ecke. Das ist meine natürliche Hautfarbe, leicht gräulich hell. Ah, das ist ein Zombie. Nennt sich auch Computerbräune, die gute Alte. Ist für mich auch eine Frage. Ich meine, es wird immer so schön lustig gesagt, haha, Computerbräune. Aber wie braun kann man tatsächlich dadurch werden? Ne, weil an sich bedeutet ja Bräune nur, dass halt UV-Strahlung auf deine Haut getroffen ist. So. Also, solange du halt nicht eine Verbrennung hast, was das dann angeht, und dementsprechend sie ist schon Haut. Sie rot wird und sich dann pellt. Weil die Hautzellen abgestorben sind. Na, aber wie lange müsste man quasi als Gamer am Stück von einem Monitor, ne, jetzt nicht irgendwie so Tschernobyl-mäßig, ne, du stellst dich jetzt mal bitte neben den Elefantenfuß, damit du die Strahlung abbekommst, die radioaktive, und dann gucken wir mal, wie lange du brauchst, bis du davon braun wirst. Zumal da für mich die Frage ist, ob man überhaupt von der Strahlung braun werden kann, weil das ist ja, meine ich, Gammastrahlung, nicht? Na, und die Sonne hat ja das, was uns braun macht, erstmal bevor wir rot werden, ist ja UV-Strahlung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn ich falsch liege, bitte korrigiert mich. Aber inwieweit die Strahlung eines Monitors ausreicht, um seine Hautfarbe dadurch zu bräunen. Ich weiß, das ist eine sehr spezifische Frage und zum Teil auch eine sehr doofe Frage.
Aber es ist eine Frage, die ich habe. So, die Sonne geht wieder unter, also gehen wir wieder in Harry Potters Hütchen. Habe ich noch ein Schild, ich glaube. So, you can only sleep at night. Dann nehme ich mal ganz kurz einen Schluck von dem, was ich hier vor mir habe. Das ist lauwarmer Kaffee jetzt, weil ich so viel geredet habe. Suchen jetzt nach einem Schild. Und dann wird es hier zu Harald Töpfers Haus. Müsste ja, wenn denn, dann hier in Oakwood sein. Ja, wir haben sogar noch eins. Hü, 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 hü. Einmal hier gehen. Boop. Haus von Harald Töpfer. Ob ich den anderen Namen gebe, höchstwahrscheinlich nicht. Vielleicht doch da hinten. Das wird dann Carlos der Kartograf. Benjamin Becker. Der vom Schiff wird... Weizenschiff? Werner Weizenschiff. Richtig, richtig schöner Name, wie es sich gehört. Ich meine, ich finde es nicht so schlimm, dass das Ding an ist. Ne? Aber... Dancing Queen. Ich weiß nicht, irgendwie missfällt mir das noch. Irgendwie, ich meine, irgendwann wollte ich ja auch hier nochmal einen hübschen Eingang machen. Also, dass das hier halt so einen Bogen hat und alles, ne? Also nicht einfach nur hier aus einem der ersten Screenshots quasi, warte, ich glaube so. So? Oder stand ich hier so? Ich habe halt noch einen Screenshot, wo ich mit dem Tunnel hier angefangen hatte. Also noch nicht mal fertig. Noch nicht mal fertig. Und das, obwohl es eine der ersten Projekte war, die wir überhaupt gemacht haben. Diesen kleinen Tunnel hier durch, bis ich dem Mann gesagt habe, haha, wärst du nicht lustig, wenn ich hier komplett runtergehe? Und alle so nein schatten. Und ich so hohohohohoho. Und dann bin ich hier komplett runtergegangen. Bleib dabei. Es war eine Idee. Ich sage nicht, ob sie gut war oder nicht. Wobei ich mag halt, wie smooth der Beton eigentlich ist. Ne? Oder Asphalt. Ne, Beton. Ist Beton, ne? Ich glaube, es ist Beton. Ich glaube, ich habe einen Barthaar im Mund. Jetzt nicht mehr. So, das war hier die letzte Kiste. Die wir mitnehmen wollten und werden und getaten täten. Bedeutet, dass wir jetzt einmal Richtung Strecke gehen und dort mitnehmen, was wir finden können. Weil da müsste ich eigentlich einen ganzen Batzen haben. Wenn ich mich richtig erinnere, 4, 5 Doppeltruhen. Einige Öfen müssten dort auch noch sein. Ganzer Batzen an Lapis Lazuli. Ne, jetzt noch einmal für den Schatten im Hintergrund. Lapis Lazuli. Danke, danke. Gut, haben wir das heute auch gelernt, ne? Wie spricht man Lapis Lazuli aus? So. Hallo, ihr Zombies. Ich bin mir unsicher, ob ich... Ne, weil ich möchte ganz gerne hier... warte, ich schub's mal ganz kurz die Zombies da runter. So. Ich würde ganz gerne hier auch nochmal ein Haus hochziehen. Kommt jetzt da hoch? Nee.
Dementsprechend glaube ich nicht, dass ich irgendwie Licht dran setzen muss. Ich wollte ja auch noch hier eine Zollstation Dingsens machen, Zollbehörde. Ne, weil wenn es eine Sache gibt, die Kreativität ausdrückt in Videospielen, dann ist es eine Zollbehörde. Willkommen in Deutschland, wo alles reguliert ist und die Zollbehörde Kreativität ausdrückt. Hatte ich die Kiste hier? Wann habe ich die entfernt? Irgendwann vor Jahrzehnten mal. War hier nicht mal... Hier war mal... Da war mal... ein... Minecart. Aber wohin das ist... Das wissen nur die sieben Zwerge. Über den sieben Bergen. Hinter den sieben Wäldern. Und noch das hier wollte ich nochmal machen. Ich glaube, ich werde einfach den kompletten Berg noch mal ein bisschen anpassen hier. So, ne, die Öfen existieren nicht mehr. Eins, so, drei Doppelkisten, eine Einzelkiste. Da unten ist aber auch noch eine Einzelkiste gewesen, oder? Habe ich die entfernt? Habe ich die entfernt? So, hier haben wir Redstone, Glowstone, Pressure Plate. Damit ist die schon mal leer. Dann nehmen wir auch die Workbench mit, weil die brauchen wir nicht. Mehr hier. So, da haben wir noch mehr Kübele. Ist das eigentlich dein Ernst? Warte, ich sitze erstmal ganz kurz. Ich mache erstmal eine Kiste hier voll, damit ich so viele Kisten, wie ich nur kann, mitschleppen kann. Schon mal. So, das heißt dich und dich. Ich habe hier sogar noch Schienen. Ja, wohin soll ich denn damit? So, einmal ganz kurz da noch die Erde rein. Wohin will ich mit den Schienen, die ich habe? Gebrauchen kann ich sie. So ist nicht. Ja, ne, dann. Gehen wir mal hoch. Ich mag wirklich gerne dieses Tal hier. Ich wollte auch irgendwann nochmal damit was anfangen. Ich meine, da habe ich einen Weg und ich glaube, den wollte ich hier einfach durchziehen gerade. Ne, so als Kontrast zu dem Weg, der halt da ist. Den ich halt so gebaut hatte. Ich könnte natürlich den Weg da auch, oder da, wenn ich da einen Weg baue. Ne, ich sollte mich schon ans Tal halten. Was ich machen könnte, ist das Tal fluten. Ich meine, ich habe ja hier schön einen Abfluss reingesetzt. Also ich könnte bis hierhin quasi das Tal fluten. Würde das zu irgendwas Negativem führen? Bis auf, dass ich halt ein komplettes Tal flute. Das Hauptproblem wäre, glaube ich, dass es hier übertreten würde. Und dass ich dann dort eher eine Art Damm draus machen sollte als Brücke. Plus, ich würde... Nee, dann... Wie mache ich das dann? Falls ich das mache. Ich meine, ich könnte hier einen See einfach draus machen, ne? Dass ich bis hier hingehe, ne? Weil das scheint ja so ziemlich die Maxhöhe zu sein. Und das dann einfach bis dorthin hochfülle. Und zur Not hier noch einen zweiten See draus mache. Ne, dass ich halt hier so einige kleine Seen hätte. Dann wären das alles Sehenswürdigkeiten. Ohoho. Nee, doch, auf den bin ich stolz. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, auf den bin ich stolz. Ja, dann nehme ich mir gleich einen Eimer mit und dann kann ich mich dann davon ablenken, dass ich hier den Kram baue. Jetzt muss ich nur noch wieder zurückfinden, weil der Weg dorthin war ein bisschen meh. Ich mag das, oder ich mag das grundlegende Prinzip ganz gerne. Ne? Ich habe ja hier jetzt auch so einen... Habe ich den gebaut? Ich glaube, ne, den haben wir gebaut. Diesen kleinen See hier, der sowohl in den See hineinfließt. Ich liebe auch. Und das ist eine Sache, so einfach Shader, deswegen, oh, Gott gleich. Dass man da so die Säulen
dieser hohen Brücke einfach hier so Wasserspiegeln sieht. Oh! Es macht mich glücklich auf eine Art und Weise, wie es kaum etwas anderes tun könnte. So, geht ihr an. Nicht dunkel genug, glaube ich. Ich liebe auch einfach, wie die Burg an sich so schön leuchtet. Ne, die Sonne geht unter und dann fängt an die... Ah! Oh, da sind die Laternen an! Huh! Wie die Burg an sich leuchtet. Okay, ist noch immer nicht dunkel genug. Und einfach alles erhellt. Doch, ja, also wer auch immer sich gedacht hatte, weißt du, was Minecraft braucht? Ein simples Blockspiel, das darauf ausgelegt ist, dass du dort einfach machen kannst, was du möchtest und deine Kreativität freien Lauf lässt. Wasserreflexion und Schatteneffekte. Fucking Genie, der Dude. Der sollte ein Instant-Ticket in den Himmel bekommen. Also, das klingt komisch, falsch. Also nicht ein Ticket, dass er stirbt, sondern dass er halt in den Himmel kommen darf. Ne? Ich hoffe, wir verstehen uns da. Ich möchte nicht, dass der Kollege stirbt, sondern dass Petrus ihn einfach mit einem roten Teppich reinlässt. Und dass Gott persönlich sich vor ihm verbeugt und sagt, du hast geschaffen, was ich nicht hätte machen können. Ich sollte aufhören mit den Hyperbeln. Aber sie machen so viel Spaß. Übertreibungen sind immer mit das Beste. Nee, egal in welcher Sprache. Was ich schade finde, vielleicht ist es, vielleicht habe ich da auch noch ein bisschen was falsch gemacht oder sowas, dass ich habe ja hier alles mit Bone Meal voll geplatscht. Ach, das ist Lagerfeuer da im Kamin. Dass ich halt quasi nur rote und gelbe Blumen bekommen habe. Ich hätte halt ganz gerne auch andersfarbige Blumen. Na, also, dass ich hier so ein paar blaue Blumen hätte oder ähnliches. Ich meine, natürlich kann es sein, dass das irgendwie an Konditionen gebunden ist, genau, die ich nicht weiß oder kenne. Das muss alles nach oben, ne? Ja, aber die Kisten kann ich hier schon mal hinstellen. Na, irgendwie im Sinne von Kondition, du musst halt, du mischt. Der für einen bestimmten Biom sein, ne, dass da die blauen Blumen von alleine kommen. Essen, Seeds, achso, ich bin hier.